Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bella Italia. Ich bin der Rick. Okay. Ja, fast. Ja, fast. Ja. Wir wollten mal einfach mal, dass ich mal anmoderiere. Und ja, der Rick ist natürlich dabei. Ist ja sein Part. Ich bin überraschenderweise auch dabei, wenn es um Venedig geht. Ja. Ja, man muss ja irgendwas noch anders machen in dieser Anmoderation. Es ist immer dasselbe sonst. Ja, eben. Ja, was sehen wir denn hier Schönes? Venedig. Venedig machen wir. Ah, ja, ich weiß, was das für ein Gebäude wird. Ah, Ja, der Tag ist gekommen. Der Tag ist gekommen für die 14.000 Teile. Oh, waren es 14.000? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Es waren 14.000, ja. Ja, gut, dass du das noch im Kopf hast. Ja, das ist das Haus mit den unendlich vielen Teilen. Schon so oft drüber gesprochen, jetzt seht ihr auch, warum es so viele Teile sind. Jetzt ist es auch soweit. Das hätte man auch bestimmt alles... Nee, nicht bestimmt, das hätte man definitiv auch alles mit sehr viel weniger Teilen lösen können. Aber, So hast du auf jeden Fall das beste Ergebnis. Ja, stimmt. Ich glaube, noch akkurater ist schwierig. Ja, eben, deswegen ja. Also, ja. Das Ergebnis ist sehr cool. Es ist halt nur, ja, so ein Performance-Ding, aber das ist ja generell so eigentlich ein Thema, über das wir bei dem Park nicht mehr sprechen brauchen. Nee, über den Park auf jeden Fall nicht mehr. Was ist das eigentlich für ein Gebäude? Das ist ja direkt halt neben dem Dom. Ja, du bist gemeint, dass du mich das fragst. Eigentlich weiß ich das. Ja, ich dachte, du wüsstest das. Ich bin nicht vorbereitet. Das ist viel zu lange her. Ah, okay. Das ist nämlich, glaube ich, das ist der Dogenpalast, glaube ich. Aber lass mich nochmal nachschauen, bevor ich was Falsches sage hier. Ich meine, das ist nämlich eigentlich das Hauptgebäude, das dieser Kathedrale eigentlich nur nebendran hängt. Ja, okay. Das eigentlich ist der Dogenpalast. Ja, das ist nämlich der Dogenpalast. Eigentlich ist das Hauptgebäude von dem Ding, wo halt alles drin ist. Aber ich glaube, so rein besuchermäßig kommt man da, glaube ich, nicht wirklich rein. Ich glaube, so zum selber anschauen ist, glaube ich, nur die Kathedrale. Okay. Ja, also... Interessant. Hättest du mich das Ganze jetzt vor, ich weiß nicht, wann ich das aufgenommen habe, einem halben Jahr gefragt, hätte ich dir bestimmt ein bisschen mehr dazu erzählen können. ist ja alles zeitlich sehr akkurat. Ja, vor allem sehr, sehr weit hinten. Er ist alles schon wieder so lange her. Ja, aber wir holen schon mit großen Schritten wieder auf mit Venedig. Das stimmt. Ich habe mich heute mal darum gekümmert, die Folgen vorzubereiten. Also alle, damit man drüber sprechen kann. Also wir es halt in der nächsten Zeit mal machen können. Und es sind nach der Folge ja, glaube ich, nur noch 5 oder 4 weitere Venedig-Folgen. Und dann ist Venedig auch schon fertig. Anführungszeichen schon. Schon. Ja, schon. Es ging so schnell mit Venedig. Also, naja, es gut, ist nicht mehr so wahnsinnig viel. Ja, aber wir haben trotzdem noch ein bisschen. Ja, klar. Also, der ganze Park hat ja auch noch ein bisschen was zu bieten. Ist ja jetzt nicht so, dass es nur für diese 5 Folgen Venedig kommt, dann ist fertig. Es sind ja noch andere Bereiche, die auch noch im Bau sind, sage ich mal. Und ja, es ist trotzdem sehr schön gewesen, heute mal zu sehen, wie viel es im Endeffekt wirklich noch ist, was da fehlt. Ich hatte mittlerweile einfach das Gefühl, dass Venedig so ein Never-Ending-Story ist. Es hat einfach nicht aufgehört. Naja, aber es, man sieht Licht am Tunnel. Genau. Ne? Es nähert sich ganz langsam dem Ende, kann man das sagen? Ich weiß jo, nicht. Ja, also, glaub schon. Zumindest wissen wir, ein Ende ist in Sicht, sagen wir es mal so. Es ist, dauert schon noch ein bisschen, aber jetzt wissen wir zumindest, dass irgendwann ein Ende ist. Und das ist ja eigentlich auch ganz passend, weil wir uns ja ein bisschen ranhalten wollten, die ganzen Sachen fertig zu kriegen. Weil da so ein gewisses Spiel in den Startlöchern steht und wir bis dahin eigentlich durch sein wollten. Das ist richtig, ja. Deswegen, es kann auch sein, dass es tatsächlich jetzt noch nicht versprochen, aber es kann auch sein, dass es jetzt währenddessen mehr Parts in der Woche gibt von Planet Coaster. Ja, wir müssen einfach mal schauen, wie das zeitlich hinhaut. Wir haben ja auch noch einige Parktouren, die auch noch alle irgendwie untergebracht werden wollen in der Zeit. Genau, ja. Das müssen wir dann schauen, wie viel kommt. Aber es kann durchaus sein, dass in der Zeit jetzt halt mehr Videos passieren als einmal die Woche. Damit wir dann halt zum Start von Planet Coaster 2 auch uns voll darauf fokussieren können. Weil es für uns super interessant ist und ich glaube, ihr wollt es auch lieber sehen dann. Also, ja. Achso, apropos, hast du dir eigentlich, wir haben da noch gar nicht drüber gesprochen, ne? Also, ich glaube, wir haben noch gar nicht über Planet Coaster gesprochen, wir beide. Über den zweiten Teil. Über den zweiten Teil haben wir, nö. Weil ich weiß gar nicht, ob du den Trailer überhaupt gesehen hast.
Ja, durch die Nachtschicht ist das immer so ein bisschen schwierig. Ja. Ja, den Trailer habe ich gesehen, ja, tatsächlich. Okay. Ich bin aber sehr gespannt, weil es war ja vorgerendert, ne? Man weiß halt nicht, wie es jetzt im Gameplay aussieht, das sehen wir ja erst am 31. Genau. Ich bin sehr gespannt, weil die größte Sorge von so vielen, wenn ich das gelesen habe, ist, dass das die gleiche Grafik ist, die gleiche, alles nur das gleiche, nur wie, also wie bei City Skylines theoretisch. Ja, ich finde es interessant, dass in den Kommentaren habe ich so ein bisschen mitgelesen, was so die Meinung von den meisten Leuten so ist. Und die meisten Leute sind irgendwie so, ja, Wasserparks hätte ich gar nicht gebraucht, warum ist es überhaupt drin? Aber wenn ich jetzt überlege, dass nicht mal Wasserparks drin wären, dann wäre es ja wirklich fast dasselbe Spiel. Naja, eben. Und irgendwas muss ja anders sein, damit das Spiel auch für die und vor allem eigentlich größere soll es auch, Masse. Also ich bin auch der Meinung, dass das der größere Wunsch war, dass da wieder sowas wie Socket ist. Also ich höre auch überall immer nur, das war der Fanwunsch Nummer 1 mit den Wasserparks, aber ich habe noch niemanden gefunden, der gesagt hat, ich wünsche mir Wasserparks. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, wo das herkommt, aber ich habe das schon sehr oft gehört. Ja, ich weiß es auch nicht. Also ich hätte es jetzt auch nicht gebraucht unbedingt, aber es ist ein bisschen Nostalgie, sagen wir es mal so. Ja, ist nice to have, sagen wir so. Ja, also, genau. Man muss es nicht haben, aber man kann es halt bauen jetzt. Ja, genau. Ich habe jetzt auch angefangen, mir nochmal SC3 zu installieren, mir die Socket-Sachen nochmal anzugucken, um so ein bisschen ein Gefühl für Wasser zu bekommen. Ich kenne mich ja gar nicht damit aus. Dass man jetzt nicht mehr ganz bei Null startet, wenn der Teil rauskommt. Stimmt, den dritten Teil hast du kaum gespielt, ne? Doch. Ich hab ja den dritten Teil angefangen. Ach so, okay. Die davor habe ich nicht so viel gespielt. Aber ich habe halt diese viel mit Wasser gemacht damals. Okay. Also ich habe generell die Foreplan Coaster habe ich keins von den Spielen so ausführlich gespielt wie das hier. Also das ist ja schon... Ich sag mal, ich hab ganz normal gespielt, wie der Durchschnittsmensch spielen würde und nicht sowas hier, was wir da gerade machen. Ja gut, das ist ja wieder ein bisschen zu übertrieben, was wir hier machen, aber es ist ja egal. Dafür ist das Spiel ja da. Ja, machen das Beste draus. Ja. Ich weiß nicht, ich muss aber sagen, ich bin aktuell echt noch ziemlich gehypt auf den zweiten Teil. Also gehypt bin ich auch auf jeden Fall. Ich bin halt, also auf jeden Fall muss die Performance stimmt. Also wenn die Performance nicht funktioniert, dann ist der zweite Teil eigentlich auch für den Arsch. Ja, guck mal, dann ist doch eigentlich ganz gut, dass die Grafik nicht überarbeitet wurde. Da kann man sich mehr auf die Performance fokussieren. Du hattest ja auch in dem Video gesagt, du bist ja gespannt, wie die das machen, weil es ist ja auch plattformübergreifend. Ja, genau. Sprich, es muss ja irgendwo eine Parkgrenze sein, wo jeder das halt sehen kann, ne? Also ich habe keine Ahnung, wie das laufen wird. Und das mit der Performance werden wir ja spätestens, also eigentlich werden wir es erst sehen, zum Beispiel raus ist. Ja, das ist das Traurige. Das ist so, das größte Problem ist das, was wir nicht wirklich präsentiert bekommen können, so richtig. Also eine Limitierung wäre ja auch scheiße. Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, was sie da vorhaben. Aber das ist auch was ich jetzt mitbekommen habe, dass tatsächlich dieses Thema von Cross-Plattform und dem Frontier Workshop irgendwie der größte Streitpunkt ist von den Leuten im Moment. Obwohl das ja eigentlich nur was gut Gemeintes ist. Ja, ist schon richtig, ja. Aber die meisten Spiele, die den Steam Workshop nicht benutzen, war sehr katastrophal. Ja, das stimmt. Also ich weiß auch nicht, wie sich das entwickeln wird. Ich kann auch nur hoffen, dass das dann wirklich im Endeffekt gut wird. Aber ja, wird die Zeit zeigen. Ne? Das ist halt relativ schwierig, da irgendwie Vorhersagen zu treffen. Ja. Ne? Das ist momentan sehr viel Spekulation. Aber für die Community ist es halt schon gut, weil ne, da können auch die PlayStation-Spieler dann Parks einsenden und wir können sie dann halt auf dem PC zeigen. Das ist halt auch ganz geil. Der Grundgedanke ist super, finde ich auch. Ich weiß auch noch nicht, wie das technisch funktioniert. Wie es umsetzbar ist, ja, genau. Ja. Aber das werden wir sehen, ob das jetzt wirklich gut funktioniert, schlecht funktioniert. Also ich denke, wir haben sowieso jetzt erstmal bis zur... Also alles, was wir an Informationen haben, die irgendwie sicher sind, die haben wir jetzt einmal aufgelistet, das ist ja alles in unserem Video drin. Und dann werden wir wahrscheinlich erst bei der Gameplay-Demo wieder irgendwas Neues erfahren. Bis dahin ist es halt alles, was wir wissen, nur spekulativ. Das ist natürlich ein bisschen eine blöde Situation, aber wir können es halt auch nicht ändern. Ne? Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie was jetzt schon mal im Spiel drin ist und was nicht. Weil ein Trailer kann ja auch was gezeigt werden, was noch gar nicht im Spiel drin ist. Ja, sowas wie die Animationen von den Besuchern und sowas, ne? Das war ja schon durchaus. Also ich finde schon, dass die Besucher mehr Emotionen gezeigt haben.
Das ist voll, wollten sie auch machen, dass die alle lebendiger sind. Das wirkt wohl scheinbar auch so von den Leuten, die die Gameplay-Demo fand ich auch. Das ist, sieht man. Ich kann es halt nicht abhängig von dem machen, was ich in dem Trailer gesehen habe, weil das ja klar, durchaus Gestage-Situationen waren. Das ist ja nicht so, wie es im Spiel ablaufen wird. Ja. Deswegen, das ist alles halt spekulativ. Aber ich muss sagen, ich habe das tatsächlich nicht. Ich fand das so krass. Kennst du diese Aufregung, wenn du auf irgendeine neue Achterbahn gehst, oder dieses Bauchkribbeln, dieses, weiß nicht, wenn du dich irgendwas total freust? Ja. Ich muss sagen, ich war jetzt dieses Jahr in, ich glaube, drei Freizeitparks, und ich hatte das Gefühl nicht ein einziges Mal. Gar nicht. Und ich weiß nicht warum, es war irgendwie seit Anfang dieses Jahres einmal weg, und ich finde es total schade. Ich mag das sehr gerne, das Gefühl. Und jetzt, als ich den Trailer gesehen habe, war es wieder komplett da. Es ist das erste Mal, dass ich seit einer sehr langen Zeit mich so gefühlt habe. Also, da hat sich ja sehr drauf gefreut, würde ich sagen. Ja, es ist. Ich versuche immer ein wenig nüchterner ranzugehen, weil man bei so einem Trailer mit rein im Hype irgendwie auch nicht so weit kommt. Ja, ich hatte auch schon ein paar Spiele, die Trailer und technisch und alles super geil waren, und auf einmal spielst du und denkst dir so. Ja. Also es ist irgendwie schon schön, so aufgeregt zu sein, sich auch so drauf zu freuen, aber muss irgendwie auch halbwegs realistisch bleiben. Aber dann sehen wir ja alles, wie das sich entwickelt in der Zukunft. Das wissen wir alles noch gar nicht so genau. Für jetzt können wir erstmal nur gucken, dass wir irgendwie jetzt hier unseren Park möglichst fertig bekommen. Und weil da wissen wir zumindest, wo wir sind. Also auf jeden Fall auch auf YouTube fertig machen und gezeigt haben und dann den Park direkt hochladen, bevor tatsächlich auch der Planet Coaster 2 Full Release ist, weil sonst guckt sich auch keiner den Bella Italia Park an, dann ist es uninteressant. Ja, das ist richtig. Damit sollten wir auf jeden Fall nicht bis zur letzten Sekunde warten. Nee, auf jeden Fall. Also, vielleicht hauen wir den auch sogar früher raus, ich weiß es nicht. Ja. Wenn es wirklich knapp wird, dann hauen wir den auch früher raus. Ja, wir müssen jetzt wegen dieser sehr spontanen Ankündigung, die da so aus dem Nichts kam, generell ein bisschen umdisponieren. Ja, ich habe gedacht, dass es vielleicht nächstes Jahr kommt, aber nicht mehr dieses Jahr. Ja, also aufgegeben habe ich die Hoffnung tatsächlich auch schon so ein bisschen, aber es war ja in dem Finanzreport von denen drin, ne? dass da irgendwas kommen sollte. Ja, klar, das war schon klar, aber dass es halt jetzt schon kommt, ist halt... Ja, es ist irgendwie komisch so gewesen, so total aus dem Nichts raus. Ich meine, es gab ja angeblich auch bei Epic irgendein Leak, dass das Teil, da stand schon einmal Planet Coaster 2 irgendwie zum... Ja, eine Database oder so, genau. Oder eine Database, ja, genau, irgendwie sowas. Ja, es hat sich immer mehr angehäuft, dieses Zeug, und es wurde immer mehr geteased und so, und es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis es passiert, aber irgendwie hat man da doch nicht mehr dran geglaubt, weil halt so lange nichts passiert ist. gut. Was ich mir auf jeden Fall wünsche, ist, dass sie das genauso gut supporten wie Planet Zoo. Hm. Ich denke, da kann man auch sehr viel machen. Ja, eben. Gerade mit Weil der Art und Weise, wie ich finde es halt sehr machen. Schade, wenn das jetzt wieder nur 4 Jahre läuft und dann wird es hier habt ihr wieder. Ja, es macht eure Toolkits und lasst uns in Ruhe, so ungefähr. Ja, es ist halt alles sehr, wir können halt nur hoffen, ne? Wir wissen es halt nicht. Ja, eben. Auch generell, wie es mit Toolkits und so läuft, das ist ja, ich weiß nicht, ob da PlayStation oder Xbox irgendwie Bedenken zu haben oder ob die es überhaupt zulassen, dass du da irgendwelche fan-erstellten Mods und Sachen einfach drauf installieren kannst. Das ist auch eine. Ja, das ist ein guter Gedanke, ja. Ich habe keine Ahnung, wie das Ganze laufen wird. Das werden wir dann sehen müssen, ne? Weil es gibt ja. Mehr Infos haben wir halt noch nicht. Das ist reines Das ist ein sehr guter Punkt, ja. Da bin ich auch gespannt. Mhm. Ja. Auch technisch muss das ja irgendwie funktionieren. Ja, es sind nur einige Fragen da. es ist nicht so einfach, das stimmt wohl. Jo. Weißt du, was einfach war? Was denn? Das Haus zu bauen. Das Haus hier, warum? Also die Rückwand, man sieht jetzt den Hinterhof. Der Hinterhof ist ja super schlicht gewesen, aber der ganze vordere Teil ist halt super viele Teile und dementsprechend sehr detailliert, aber an sich ist es einfach gewesen, das zu bauen, weil es immer dasselbe ist, ne? Ja gut, wenn du es einmal hast, ne, dann konntest du kopieren, ne? Ja. Ich bin auch im Großen und Ganzen ziemlich zufrieden damit, wie das Haus geworden ist. Ich glaube, dieser ganze hintere Teil, der Innenhof hier, der ist sehr, ich sag mal, improvisiert gewesen. Da hatte ich dann auch, habe ich mir gedacht, komm, jetzt sparst ein bisschen Teile. Jetzt bringt es ganz viel jetzt, Teile zu sparen. Vor allem jetzt, wenn du ein paar Teile sparst. Jetzt bringt es richtig jetzt noch. Ja, das bringt es jetzt richtig. Bei der 14.000 Fassade. Ja, da habe ich mir gedacht, irgendwann ist auch gut, ne? Muss ja reichen dann.
Ja, ich bin schon zufrieden mit das Ganze geworden. Es ist schon sehr cool. Und dieser kleine Holzbalken, die ich dafür benutzt hatte, die verschwinden auch gar nicht so schnell, wenn man sich ein bisschen von dem Gebäude entfernt. Das ist gut. Und eben weil das Haus praktisch am Wasser steht, ist das irgendwie auch wichtig, weil man halt wirklich von, ich weiß gar nicht, von wo die verschwinden, aber man kann die Main Street schon recht lang laufen, bevor die anfangen, sich aufzulösen, bis das Haus verschwindet. genau, die Main Street müssen wir eigentlich auch mal zeigen. Haben wir auch noch nicht gezeigt, ne? Eieiei, okay. Ja. Gerade mit den Buden finde ich das echt cool. Stimmt, die ganzen Easter Eggs kennt ja noch gar keiner. Nö. Genauso wie den Parkplatz kennt ja auch keiner. Den müssen wir wahrscheinlich noch aktualisieren. Ja, da gehe ich von aus. Das sollten wir wahrscheinlich am Ende machen, wenn wir einmal durch sind. Sonst müssen wir das machen, das wieder jede zwei Wochen neu. Ja, das stimmt schon. Ich glaube, es gibt dann doch schon noch so einige Ecken, die wir noch gar nicht gezeigt haben im Park, ne? Naja, Neapel fehlt. Rom fehlt. Monza fehlt komplett. Ich glaube, da kann man sich dann doch schon sehr auf auf die Parktouren freuen, die dann noch kommen, wenn man dann zum ersten Mal so einen richtigen Überblick bekommt, wie der Park eigentlich aussieht. Die Mini-Parktouren wollen wir ja machen. Ja, genau. Aber da ist ja trotzdem der Rest vom Park noch da. Ja, genau. Ja. Also, da kann man zumindest mal von oben sehen, wie es alles aussieht. Weil das ist ja hier bis dahin, sieht man immer nur die einzelnen Bereiche und weiß gar nicht so richtig, wie die miteinander interagieren und so zusammenhängen. Ich weiß nur nicht, ob ich ein altes Pfeil dann nehmen soll, wo der Bereich fertig ist, oder ob man dann schon mal im Hintergrund den Park zeigt. Aber das ist ja auch gespoilert. Bei den anderen Bereichen, die noch fehlen, meinst du? Richtig. Das ist eine gute Frage. Wir können ja auch gar nicht so richtig wissen, ab wo, wann das hochgeladen wird. Dementsprechend weiß ich auch gar nicht, wie viel man da spoilern würde und ab wo da keine Spoiler sind. Ja, weil ich habe halt, glaub, gefühlt 20 Files noch von älteren Spielständen. Achso, ja, wenn du die noch hast, kann man die natürlich super nehmen. Ja, klar, eben. Das mache ich ja. Ja, gut. Können wir gerne machen. Wir müssen ja jetzt sowieso erstmal ein bisschen hier vorproduzieren. Von daher. Weil ich habe es nämlich bei Community Universal nämlich schon gemacht, dass ich wirklich erst, wo der Park fertig und hochgeladen war, habe ich erst die ganzen Files gelöscht. Ja, das ist ganz, ganz klug, ja. Ich glaube, ich habe auch noch ein paar ältere Files, aber ich habe, glaube ich, keine 20 Stück. Ich glaube, so oft war der Park nicht bei mir. Wie ist das, wenn ich einen Park weggeschickt habe, den Fall habe ich drin? Ja, die müsste ich auch noch haben, aber ich weiß gar nicht, ob es überhaupt 10 sind. Also, ich weiß nicht, ob es zweistellig ist. Doch, ich hab richtig viele. Ja gut, du warst oft an dem Park dran. Hier müssen wir sowieso noch über den Park nochmal drüber gehen irgendwann mit dem ganzen Kleinkram halt, ne? Ist ja technisch gesehen fertig gebaut, der Park, aber der Park ist halt noch nicht fertig. Ja, theoretisch ist er fertig, aber es sind halt noch Kleinigkeiten, die halt fehlen, ne? Genau, darum sollen wir uns auch kümmern. Ja, wir sind jetzt halt so aus dem Nichts auf einmal sehr busy geworden. Aber hast du eigentlich das mit aufgenommen, das riesengroße Easter Egg? Was vorne unter Wasser und so? Achso, du meinst in Venedig? Ja, genau. Ich glaub nicht. Glaubst nicht? Okay. Nee, ich meine, das ist nicht mit drin. Das ist halt schon riesen. Ist schon geil. Viel cool. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall, sich hier ein bisschen genau umzuschauen. Und so ein paar von den Innenräumen und Stellen habe ich auch in den Videos drin, aber bei weitem nicht so viele, wie es auch im Endeffekt gibt. Ja, gut, aber wenn du. Also, bis du das findest, das muss ja. Also eigentlich kann man es nicht finden, wenn man es nicht zeigt. Ja, wir können es bei den Touren auch gern zeigen. Ich meine, das ist ja auch für Leute, die sich den Park gar nicht anschauen können selber. Also für Touren gar kein Thema. Ich glaube, das große Easter Egg, das du jetzt, glaube ich, meinst, das müsste man schon relativ gut finden, weil das über mehrere Wege erreichbar ist, sagen wir so. Aber es gibt auf jeden Fall eins, das ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung, wie man das finden soll. Da musst du dir schon ein bisschen was zusammenreimen. Ja, ist schon, ja. Ja, das ist zu gut versteckt. Klar, ich meine, wenn jemand Lust hat zu suchen, ne, gerne. Es geht dabei um... Die erste Frage geht ja, kann man den Park überhaupt öffnen? Ja, das stimmt. Also ich glaube,
Ich würde sagen, so 70% kann es nicht öffnen. Ja, das ist, ja, ich weiß nicht, wer sich Pagals anschauen möchte. Aber, Ich meine, wir zwei haben ja schon relativ, ich nenne es mal High-End-PCs, und dass wir da gerade mit 14 FPS da rumeiern, ne? Also. Ja, es ist auf jeden Fall kein performanter Park, auf jeden Fall nicht. Aber das hat man in der Folge, glaube ich, auch wieder gesehen, ne? Es ist immer dasselbe. Ja. Und so soll die letzte Folge sein, in der wir das gesehen haben. Aber die Folge ist tatsächlich vorbei jetzt. Ja, leider. War sehr schön. Ja. Freut mich immer wieder, wenn ich die Folgen mit euch zusammen aufnehmen kann. Das ist sehr viel angenehmer. Ja, glaube ich. Find ich ja auch. Weil alleine fehlt dir irgendwann mal das Gesprächsstoff. Ja, gerade wenn die Folgen so lang werden jetzt. Ja, gerade deine Folgen, da weiß man auch nicht mehr, wenn man hat 20 Minuten, was man erzählen soll. Ja, genau. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht die letzte Folge davon gewesen. Und es kommen ja noch ein paar. Und ich hoffe, dann bin ich auch nicht alleine. Ich versuch's da zu sein. Ja, mal schauen. Wäre auf jeden Fall cool. Ja, kriegen wir hin. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Und an dich auch. Ja, dir gerne. Und ja, wir hören uns dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. In der nächsten Folge. Genau. Bis dahin. Tschüssi. Willkommen auf 7 Cents mit Mitaro, Rick und Bluefire. Achterbahnträume und Gamingfeuer. Immer wieder neue Spiele. Gemeinsam bauen wir Welt. Hoch hinauf in Pläne, Coasters Magie. Drum abonniert und seid dabei für mehr von uns.